Bald ist er da, der 1. Januar. Und dann sehen wir Spieler, deren Verträge auslaufen. Und insofern begrüße ich euch recht herzlich hier zur neuen Folge Fußballmanager 22 bei Let's Splinter. Und die Stimmen mehren sich. Wir hören mal kurz in die Pressekonferenz rein. Let's Splinter, die negative Kritik an ihren Torhütern lässt nicht nach. Wie sicher ist Bruno Varela nach der Winterpause noch die Nummer 1 bei Ihnen im Tor? Nun, Sie wissen sicherlich, zu einigen respektive einzelnen Personalien werde ich keinerlei dezidierte Stellung beziehen. Bruno Varela genießt unsere höchste Wertschätzung. Und wenn Sie die vielen Gegentore unserer Mannschaft ansprechen, beginnt dies nicht bereits beim Torhüter. Aber sicherlich werden wir den Markt wie immer auch insbesondere in der Winterpause genau betrachten. Heißt das, dass Sie vielleicht nicht trotzdem nach einer neuen Nummer 1 Ausschau halten? Wie bereits gesagt, zu einzelnen Personalien möchte ich an dieser Stelle keinerlei Stellung beziehen. Und das waren nur kurze Auszüge aus der PK, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Der kleine, aber feine Versuch hier zu signalisieren, dass einige von euch sagen, dass Bruno Varela bei uns keine Zukunft hat. Und ja, bald ist Januar und wir haben uns ja schon nach neuen Torhütern umgesehen. Und insofern begrüße ich euch zu dieser Folge, denn es wird einiges passieren. Was allerdings zunächst noch zu tun ist, ist tatsächlich nach diesem Leverkusen-Sieg, den wir ja herausragend feiern konnten, wir erinnern uns gerne an das 1:0 zurück, dass zwischen den Jahren Fußball gespielt wird. 17. Spieltag gegen Schalke auswärts. Einfach mal der nachgelagerte Boxing Day hier in der Bundesliga. Damit einhergeht, dass ich Gott sei Dank gesehen habe, dass bald Weihnachten ist, zumindest im FM, und wir sicherlich jetzt eine Weihnachtsfeier ausrichten werden, die hoffentlich gut ankommt bei den Jungs. Ja, und dann geht es tatsächlich am 28. schon weiter. Und die Winterpause ist nicht sonderlich lang. Eigentlich gibt es gar keine. Und die Frage wird tatsächlich sein, ob wir hier noch ein Trainingslager machen. Ich glaube fast, dass das keinen Sinn ergibt, so kurzfristig da noch irgendwie groß zu reisen. Es sind schon ein paar Tage. Also ein Kurztrainingslager kann ich mir vorstellen. Das ging dann am 2. Januar los. 84.000. Wow, das geht 2 Tage. Naja, sei es drum. Dann ist das, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Gepaart mit einem Freundschaftsspiel am 5. gegen den SV Burgfarnbach. Schöne Grüße dorthin, aber gibt ein Heimspiel. Insofern bleiben die Jungs definitiv im Saft und wir kümmern uns um das Schalke-Spiel und natürlich um die Weihnachtsfeier. Freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's. Gladbacher holen sich Jordan Pickford hier. Auch noch eine gute Verpflichtung, ablösefrei. Wann haben sie das denn Ding festgemacht? Ist schon der 1. Januar? Boah, die FIFA World Player Gala kommt reingecrashed, während ich mir die Transfers anschaue. Schauen wir uns die Kandidaten in diesem Jahr an. Wer war besonders gut? Ein gewisser Herr Erling Haaland. Martin Ødegaard hier. Wow, der macht wohl eine Entwicklung in diesem FM-Spielstand durch. Da ist aber schon die neue Generation, würde ich mal sagen, am Zug. Der Dritter im Bunde ist Bruno Fernandes, der Portugiese von Manchester United. Gucken wir uns an, wer es wird. Wenn es noch passt, ist Haaland noch bei Dortmund in dem Spielstand? Ansonsten alle drei in England mittlerweile. Zumindest was die wahren Begebenheiten betrifft. Und Erling Haaland gewinnt das Ding. Zweimal Norwegen tatsächlich, wie wir gerade nochmal sehen hier. Verweist Ødegaard und Fernandes auf die Plätze. Und damit gewinnt Erling Haaland die FIFA World Player Gala 2024. Es gibt ein paar schöne Nachrichten, wie man hier sieht. Saar und Kenny waren übrigens in der 11 des Tages vertreten, weshalb wir noch mit ihnen sprechen wollen, aber in Teilen nicht können. Das heißt, wir lassen uns das offen. Weihnachtsfeier war ein voller Erfolg. Na, sehr schön. Die Stimmung war großartig. Die Spieler feierten bis in die frühen Morgenstunden. 5 frische Punkte. Ciao. Malik Chor fällt aus. Guter Innenverteidiger der Schalker. Und Svedberg ist wieder fit. Das ist natürlich gut für uns. Romo noch 2 Spiele gesperrt und über Allaire und Eggestein reden wir nicht. Über Sebastian Allaire möchte ich aber gerade sprechen. Wie gesagt, nicht insgeheim, sondern ziemlich deutlich eigentlicher Dortmund-Fan. Und es freut mich sehr, dass man das einfach mal so festhalten kann. Es gibt noch gute Nachrichten. Allaire ist jetzt beim BVB wieder in Teilen ins Training eingestiegen, ist wieder mit der Mannschaft zusammen und freut sich wohl sogar im echten Leben jetzt auf die Reise nach Marbella ins Trainingslager. Und das hat mich dann doch ein wenig zum Schmunzeln gebracht und ich hoffe, dass es bei ihm natürlich steil bergauf geht.
Und dann ist er da, der 17. Spieltag, Abschluss der Hinrunde. Schalke gegen Freiburg, Auswärtsspiel für uns. Wir sind mal wieder stärker. Form spricht einigermaßen für uns, die Schalker nicht gut in Form. Ich hoffe hier auf einen Sieg. Letzte Saison beide Spiele zu Null gewonnen. Das kann man einfach mal so festhalten. Schalke haben sich nach dem Aufstieg etabliert in der Liga. Stehen auf Rang 12, das ist gut für sie. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir jetzt Punkte zwischen unseren Tabellenplatz 11 und den der Schalker bekommen. Boah, Abschlussspieltag Dortmund gegen Bayern. Das heißt auch Spannung am 34. Spieltag, das schon mal vorweg. Gucken uns an, wie wir aufstellen. Harwood Bellis, was ist denn mit ihm nicht in Ordnung? Wahnsinn. Form des Lebens. Ja, da kann man mal großes Lob raushauen. Es klappt wirklich alles, das sieht er sehr, sehr richtig. Kenny, wie gesagt, müssen wir noch für letztes Spiel loben. 3 Moralpunkte hinzu. Und auch Saar war so gut, dass er jetzt hier auch noch das Lob abbekommt. 3 Moralpunkte. Sehr, sehr gut. Kostil geht wieder raus, hat Moralprobleme. Varela ist... Boah, wobei die Form spricht für Kostil. Kriegen wir denn anders motiviert? 3 Moralpunkte hinzu. Ja, das reicht tatsächlich, um ihn wieder, um ihn wieder ins Tor zu hieven. Svedberg ist fit und kann insofern für Vidovic rein. Es ist ein bisschen außer Form. Das sehe ich wohl. Nico bräuchte eigentlich mal eine Pause. Will ich ihm hier aber jetzt nicht geben. Werden die Schalker vorsichtig angehen im Pressing-Bereich, auch wenn es auswärts ist. Wollen hier aktiv sein. Und dann können wir. Ein Remis schaffen wir mindestens. Das muss die Ansage jetzt hier zum Jahreswechsel sein. Ganz klar, ich freue mich auf den 17. Spieltag. Wünsche euch viel Spaß. Oh, und die Schalker haben sofort mit einer Chance. Berge wartet zu lange. Kostil kann das Ding zur Ecke fischen. Oh, Kopfballaufsetzer von Garcia knapp übers Tor. Wir müssen wach werden hier. Früh gute Chancen für die Gastgeber. Ovejan aber allerdings nach 3 Minuten dann mit Gelb. Dann die erste Chance über Harwood Bellis. Passland bei Sessignon. Chabon genaht. Schickt Nico steil. Oh, scheitert aber an Nick Pope. Schade. Dann die Schalke. Abgefälschter Schuss von Barak. Fällt genau auf die Stirn von Pieringer. Der köpft aber Gott sei Dank in die Arme unseres Torhüters. Garcia hier mit Gelb. Zweite Gelbe schon für die Schalker. Früh im Spiel. Verteidiger und offensives Mittelfeld. Garcia schießt. Situation längst abgepfiffen. Oh, die Schalker machen relativ viel hier. Wir müssen gucken, dass wir besser ins Spiel finden. Optisch ist Schalke weit überlegen. Wir kämpfen und verteidigen jedoch noch geschickt. Hälfte der ersten Halbzeit ist rum. Dann eine gute Chance. Kombination des SC Freiburg. Daka legt quer auf Jean-Pierre ab. Der kommt aus 18 Meter zum Schuss. Oh, und Mumin grätscht das Ding von der Linie. Bitter. Riesensituation für uns. Redmond versucht sich gegen Chabot mit unfairen Mitteln Platz zu verschaffen. Freistoß Schalke. Die dann wieder über Pieringer. Der legt raus auf Ovejan. Kostil ist da und lenkt das Leder in höchster Not zur Ecke. Oh, Christian Eriksen bei Schalke. Kostil hat mit der Ecke Mühe, buxiert das Ding aus der Gefahrenzone. Aber ernsthaft? Ernsthaft. Christian Eriksen. Flanke von Redmond dann. Henrichs wehrt den Kopf in die Mitte ab. Das ist nie gut. Svedberg bei Dropkick. Daka steht im Weg, fälscht das Ding neben das Tor ab. Halbe Stunde jetzt gespielt. Mumin spielt auf Barak. Flachschuss geht knapp neben den linken Pfosten. Dann wieder wir. Hin und her. Angriff. Mumin unterbindet mit konsequentem Tackling. Gegenzug Garcia. Wartet zu lange nach dem Lauf in den 16er. Kostil klärt zur Ecke. Barkok steigt zum Kopfball hoch. Saar ist einen Moment früher dran und kann das Ding Gott sei Dank klären. Wieder wir. Gutes Passspiel der Freiburger. Über viele Stationen läuft die Kugel direkt durchs Mittelfeld. Sessignon wird letztlich von Chapeau derart bedrängt, dass der Ball verloren geht. Freistoß für Schalke. Eriksen macht das. Harwood Bellis macht die Mauer einen Schritt zur Seite. Unteres Tor. Kostil jetzt gegen Schuss ohne Abwehrchance. Stößt sich mit Hand vom Boden ab. Gewinnt letzten Zentimeter. Lenkt das Ding zur Ecke. So schnell komme ich eigentlich nicht mal gesprochen hinterher. Aber ihr lest selbst. Ich habe kurz auf Pause gedrückt. Kostil mit einer Riesenreaktion. Hat hier eine 1,5. Gut so. Boah, aber Harwood Bellis macht die Mauer auf, ey. Kostil pflückt die Ecke sicher runter. Will sich abrollen für... Nein. Nein. Verliert das Leder
und es fällt vor Berge, der ist gedankenschnell und schiebt ein. 1-0 Schalke. Wieder ein Torwartfehler. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Eine Minute Nachspielzeit. Und die Schalker nutzen dieses Hin und Her zum 1-0 genau vor der Pause. Das ist eine Katastrophe für uns. Das Spiel ist total zerfahren. Die Schalker haben viele Aktionen und gehen 1-0 in Führung. Motivierend Kostil rettet uns hier die gesamte erste Hälfte und bringt uns dann in Rückstand. Kenny mit einer glatten 1. Offensiv kommt wenig. Redmond, Cessignon. Und eigentlich müssen wir die Abwehr loben. Harwood Bellis macht das gut. Fast eigentlich. Loben ihn trotzdem. Oh, ist das bitter. Ist das bitter. Wir können, also das muss ich jetzt auch mal außerhalb der Aufnehmrolle hier kommentieren. Wir können in Spiele gehen, wie wir wollen, mit wem wir wollen. Ein Torhüterbock ist jedes Mal dabei. Es gibt keine normal vorgetragenen Situationen, die zu einem Tor führen. Zumindest gefühlt. Schicken alle zum Warmmachen. Müssen jetzt natürlich ein bisschen was tun. Und kommen hoffentlich gut aus der Halbzeit. Weiter Schlag von Nico. Unerreichbar für Cessignon ins Tor aus. Ah, wir sind da, ja. Jean-Pierre passt auf links zu Svedberg. Der legt quer für Daka. Und so einfach kann es gehen. 1-1. Oh, der Schiri ist schon genervt. Wir kommentieren hier jede Aktion. Wir sind wieder kurz vor der Tribüne und dann fehlen mir wahrscheinlich wieder 5 Spiele. Also ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Und wir machen weiter. Nico tankt sich auf links, durchzieht den Strafraum, sucht den Abschluss. Doch Pope pariert das Ding. Abpraller verpasst Cessignon nur knapp. Schade. Berge und Barkok. Flanke nach innen. Nächste Ecke für die Schalker. Das ist immer Trubel für uns. Eriksen bringt die wieder rein. Saad setzt sich gegen Barak durch. Und klärt per Kopf. Flanke von Daka. Von rechts. Cessignon taucht auf einmal frei von Pope auf. Oh, scheitert aus 4 Meter am gut reagierenden Torhüter. Weiter so. Es muss weitergehen. Kenny TT für Chabot. Oder Chabot. Nico marschiert kompromisslos in den 16er. Verliert den Ball an Nick Pope. Wir bringen frische Beine auf links. Redmond hat heute kein gutes Spiel gemacht. Bino Gittens kommt. Vidovic für Jean-Pierre. Da hätte es auch besser gehen können. Ja, oder für Svedberg, der noch nicht gut in Form ist. Dann machen wir es eher so. Bringen gleich sicherlich, na, mal gucken, Günther für Suarez vielleicht. Ich muss mal schauen, wie das hier mit der Frische funktionieren wird. Doppelwechsel also jetzt bei uns. Adduktorenzerrung bei Berge. Nicht unauffällig gewesen, der Schalker. Auf Fran Beltran kommt. Hat früher bei uns gespielt. Einige werden sich nur erinnern. Aber wir sind am Drücker. Bino Gittens meldet sich sofort. Ja, überhört den Pfiff im Zweikampf mit Mumin. Lang auf Abseits entschieden hier. Gute Viertelstunde noch. Wow, auch Garcia muss verletzt runter. Rippenbruch, wow. Der Kapitän. Ja, und da kommt Salazar und der kann offensives Mittelfeld mal so gar nicht. KI schafft es ja nur, positionsgetreu zu wechseln. Und dann die Chance für uns. Ecke von Suarez, die kommt rein. Bino Gittens verlängert, geschickt auf Pierre. Boah, der lässt die Kopfballchance aus 7 Metern liegen. Ist das bitter. Weiter so. Haben wieder ein bisschen Luft beim Schiedsrichter. Nutzen wir sofort. Und wechseln. Harwood Bellis raus wegen Frische. Problemchen. Und Günther für Suarez. Nochmal ein Doppelwechsel. Nochmal frisch. Nochmal Tempo jetzt rein. Und vielleicht das 2-1 erzielen. Sind natürlich stärker. Haben jetzt auch mehr vom Spiel. Und die Viertelstunde haben wir noch. Und als Chancen für uns. Oh, Jean-Pierre wird zurückgepfiffen. Es war wohl gleiche Höhe. Das ist ärgerlich. Die Schalker nutzen dann die Chance. Da Beltran ist durch. Kostil verkürzt den Winkel. Und kann den Versuch des Hebers Gott sei Dank fangen. Wenn Beltran hier trifft, sieht es natürlich richtig bitter aus für uns. Daka hat sich davon gestohlen. Er hält die Steilvorlage von Jean-Pierre. Strafraum spielt er clever in den Rücken auf Cessignon. Der will aus 11 Meter trocken ins Tor einschieben und verzieht. Das gibt es nicht. Hinten kriegen wir immer Torhüter Lapsus gegen Tore und vorne machen wir die einfachsten Dinger nicht weg. Nochmal Petersen für Daka jetzt, der das eigentlich ganz gut gemacht hat. Schalke mit Hüski. Distanzschutz, Schuss, knapp vorbei. Mendil für Overjan. Schalke werden immer schwächer.
haben nicht so viel Optionen auf der Bank. Noch 5 Minuten. Wir sind gut überlegen eigentlich. Riskieren hier jetzt aber nicht alles. Und die Schalker nochmal mit einer Riesenchance. Salazar legt aus zentraler Position in den Lauf von Barak. Innenpfosten an den rechten Pfosten und dann, das gibt es nicht. Doch ins Tor. Was für eine Katastrophe. Das ist echt unfassbar. Das gibt es nicht. Keine Wechsel mehr zur Verfügung. Voller Angriffe. Stehen kurz vor der Tribüne. Kriegen wir noch eine Chance? Nein, die Schalker. Barkok sucht Hüski. Trifft den Ball nicht richtig. Aber dann doch zu ihm. Scheitert aber mit dem Flachschuss. Gott sei Dank an Costi. Glanzparade. Rettet er uns nochmal hier? Nein, keine weitere Chance. Und wir verlieren 2-1 gegen Schalke. Und ich sitze hier mit ausgebreiteten Armen. Machen wir es fest. Wegen dem Torwartfehler von Costil, der sogar noch bester Mann ist, das finde ich unangemessen. Und einem Doppelpfostenlupfer ins Glück hinten raus bei den Schalkern. Das aber auch, weil sie 12 zu 9 Chancen hatten. Also die Schalker haben natürlich was fürs Spiel getan. Eigentlich waren wir in der zweiten Halbzeit gefühlt trotzdem besser und müssen uns trotzdem geschlagen geben. Ja, und das ist die zweite Niederlage in den letzten 3 Partien. Auswärts nicht gut. Und müssen die Rückrunde ja gegen Dortmund beginnen. Dann gegen den zweitplatzierten Wolfsburg spielen. Dann gegen die Stuttgarter. Da wären 3 Punkte doch schon etwas angenehmer gewesen jetzt hier zum Jahreswechsel. Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter, wenn man sieht, wie dieses 2-1 schon wieder zustande kam. Und dieses Spiel bekräftigt mich, dass wir im Tor etwas tun müssen. Und ich hoffe, dass wir jetzt über die Jahresfrist hinaus etwas tun können. Herbstmeister ist Dortmund. Schon zum zweiten Mal in Folge. Tabelle des Jahres, wir sind 9. Durchschnittspunkte 1,4. Das ist nicht allzu viel, muss man sagen. Dortmund hier unangefochten auf Platz 1. Und auch die Wölfe auf Platz 2. Also das werden zwei richtig miese Spiele jetzt hier zum Rückrundenauftakt. Das kann man nicht anders sagen. Musiala Spieler des Monats Dezember. Malang Sarr im Blickfeld, was die Innenverteidiger-Rangliste anbelangt. Rafa Soares, internationale Klasse, Außenbahn defensiv, sehr schön zu sehen. Redmond im Blickfeld Außenbahn offensiv. Nico und Jean-Pierre sind mit dabei, Mittelfeld offensiv. Und im Sturm ist niemand von uns. Das kann ich nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nico feilt an seinem schwachen Fuß, sehr schön. Und dann die Auf- und Abwertungsrunde vom Neujahr. Günther, oh, zuletzt enttäuschend, verliert einen Stärkepunkt. Sildilia, Stellungsspiel verbessert. Stevens, ja, gute Leistung, schön, Punkt hinzu. Rafa Soares, eigentlich auch, so ist es. Sebastian Allaire, boah, bisschen Verletzungspech, Punkt weg. Svedberg, Rummel um die Person nervt ihn. Unglücklich. Dann gucken wir uns das nochmal an. Sildilia bekommt den Stärkepunkt hinzu. Stevens und Suarez auch und dann verlieren aber Günther, Allaire und Svedberg einen Stärkepunkt. Wow! Und jetzt wissen wir, warum Svedberg der Rummel um seine Person nervt. Manchester United bietet 90,5 Millionen Euro für ihn. Frage: Möchten Sie verhandeln oder das Angebot direkt ablehnen? Ja. Ich würde sagen, wir müssen verhandeln. 90,5 Millionen Euro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ein Angebot, das nehme ich nicht mal als Spoiler mit in die nächste Folge. Wir sehen hier den Abgang von Svedberg, weil wir mit dem Geld so viel mehr machen können. Nicht nur auf der Torhüterposition. Da können wir uns 5 Torhüter von holen. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt und das nehme ich mit in die nächste Folge. Die hier war, glaube ich habe relativ lange oder viel weggeschnitten, wenn ich das bei der Aufnahme schon richtig bewerte. Eine relativ kurze Folge. Sei es drum, die anderen werden inhaltlich, ihr seht das jetzt hier am geöffneten Transfermarkt, definitiv länger gehen bzw. gefüllter sein. Und insofern lege ich euch wärmstens ans Herz, in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Hier beim SC Freiburg, wo wir, es ist Fakt, definitiv Svedberg veräußern werden müssen. Es geht nicht anders. Bei dem Angebot von England wird der SC Freiburg, so cool wie er ist, leider schwach. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann zeige ich euch, was wir
mit den Millionen eventuell planen könnten. Lasst mir gerne Kommentare da, wenn euch noch was dazu einfällt. Allerdings ist die Aufnahme für die nächste Folge gleich im Anschluss dran. Insofern nehme ich auch gerne das mit, was ihr getan hättet. Bis bald, macht's gut, euer Let's Blinter. Ciao, ciao.